So, jetzt der zweite Versuch, das Erklärungsvideo dieses Mal hoffentlich mit Ton zu machen. Also da ist ein Heliumballon und der steigt und fällt und da ist so diese Funktion gegeben und es ist die Frage, wie groß ist die Steiggeschwindigkeit am Anfang und wie groß ist die Beschleunigung am Anfang. Dazu habe ich einfach diese Funktion abgeschrieben, habe die Funktion einmal integriert, um auf die Strecke zu kommen. Und zur Strecke habe ich natürlich 1,75 dazugerechnet, weil das ist ja die Anfangshöhe. Und habe es einmal abgeleitet, um auf die Beschleunigung zu kommen. Naja, und dann ist es relativ leicht, weil dann brauche ich es nur einsetzen und schaue, was ist an der Stelle 0. An der Stelle 0 fällt natürlich bei der Geschwindigkeit alles weg. Und bei der Beschleunigung, wenn ich da 0 einsetze, fällt das weg und das weg und die 0,8 bleiben über. Und genau so ist auch die richtige Lösung. Ja. Das nächste, gib ein Zeitintervall an, in dem der Luftballon nicht steigt, sondern sinkt. Naja, und dazu nehme ich mir wieder die Strecke, also die Höhe. Die habe ich hier mit S gegeben und ich sehe, der Ballon beginnt am Anfang mit einem Steigen. Erreicht dann hier einen höchsten Punkt, fällt eine Zeit und nach dem tiefsten Punkt steigt er wieder an. Das heißt, genau in dem Bereich ist das Sinken. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe einfach hier unter Extrema, habe ich mir diese Extrempunkte bestimmen lassen und zwischen den zwei Extrempunkten B und C, das eben nach 16 Sekunden und nach 20 Sekunden, ist das Sinken des Ballons. Und dann ist, glaube ich, auch gefragt, die maximale Sinkgeschwindigkeit. Naja, das fällt immer stärker ab und steigt dann wieder an. Und das größte Sinken habe ich im Moment des Wendepunkts. Deshalb habe ich hier den Wendepunkt berechnet. Da gibt es zwei. Mich interessiert der bei 18 Sekunden. Und habe in diesen Wendepunkt die Tangente reingelegt. Und über die Tangente sehe ich minus 0,18. Das ist die maximale Sinkgeschwindigkeit. Hätte es natürlich auch anders rechnen können, könnte auch diese Zeit vom Wendepunkt, nämlich 18,11, könnte ich natürlich auch in die Geschwindigkeit einsetzen. Da wird genau dasselbe rauskommen. Ja. Ja, und so bin ich eben hier auf diese minus 0,18 gekommen. Die nächste Frage war, eine Funktion mit der Höhe zu bestimmen. Das habe ich anfangs schon gemacht. Das ist eben. Wenn ich die Geschwindigkeit einmal integriere, dann kriege ich die Zeit-Wegfunktion und die Zeit-Wegfunktion ist in dem Fall die Höhe. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss die 1,75 Meter Anfangshöhe dazu rechnen. Das darf ich ja, das ist ja die Integrationskonstante, die darf man beim Integrieren immer dazu rechnen. Und dann ermittle, auf welcher Höhe über dem Erdboden der Luftballon während den ersten 30 Flugsekunden steigt. Naja, dann setze ich einfach einmal 30 ein und habe die größte Höhe. Ja, ersten 30 Sekunden, das sehe ich, der steigt immer weiter an und deshalb. Da irgendwo ja, S von 30 mit 58 eingesetzt und dann habe ich hier noch geschaut in der Zeit, wo es sinkt, nämlich von der 16. bis zur 20. Sekunde, wie viel es sinkt um die 0,48 Meter. Ja. Ja, und das war das erste Beispiel.